So. Ich hab's zwar nicht dahin gelegt, wo es hin soll, aber hey! Ich bin oben. Du hast deinen Weg nach draußen gefunden. Vor dir erstreckt sich die weite Welt, Allegard. Das Licht ist vor langer Zeit aus diesen Land gewichen und nun herrscht hier ewige Finsternis. Die Menschen, die in diesen düsteren Nacht, die Schnauze. Ich will jetzt das Spiel zeigen. Ja, wie bitte? Ich hab gesagt, halt die Schnauze. Jetzt, Mann. Ich nehme jetzt schon seit 14 Minuten auf und ich habe noch nicht wirklich was vom Spiel gesehen. Ey, könnt denn eben... Verheerte Flachland. Was läuft denn bei den Bäumen da, Alter? Ist voll am Updates. Oh, Skorpion. Alter. Okay. Trug einst den Namen Kentlen. Vor langer, langer Zeit hatte ich mit der Aufnahme angefangen, um etwas vom Spiel zu zeigen. Doch das Spiel meinte, es müsste mich mindestens eine halbe Stunde lang zutexten mit irgendwas, was unwichtig ist. Also Story relevant, ja, aber Banner der Hoffnung. Ja, okay, okay. Danke. So, oh, hoppala. Mit Kreis springen. So, wir können uns das erstmal umgucken. Yay, Alter. Alter, was ist das denn da? Kann man irgendwie sprinten? Okay, linken reinsticken. Linken reinsticken, ja. Das Spiel hat mich schon gedamaged. Linken Stick reindrücken ist es nicht. Seid ihr feindlich? Oh, oh. Ja, die sind feindlich. Bam. Bam. Bam, jawohl. Zum ersten Mal eine Chimärenfeder. Chimärenflüge, besonders ein festgeschnürter Fächer aus flatternden Federn, befördert dich augenblicklich zurück zu deiner Siedlung. Ah, okay. Ja gut, dann will ich die hier mal erstmal in Ruhe lassen. Wir sollen da hinten zu dem Beam hin, der im Westen liegt. So, jetzt sieht man auch, dass er... Nein! Fällst du aus großer Höhe, nimmst du Schaden. Was? Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Den Baby-Damage, den ich da gekriegt habe, das ist ja kein Problem für mich. Oh, da sind Pilze. Also es sieht schon relativ... Ja, von der Spielsorte her sieht das schon gut aus. Also es ist natürlich so in Richtung Minecraft, also... Oh. Was? Wie nicht genug Platz? Ach so, Moment. Ich soll das ja ausrüsten, ne? Moment mal. Kann man... Ne. Okay. So. Bada boom, Alter! Bams! Meins. Gut, ich habe mir jetzt nichts geclaimt. Eine Ruine. Ein warmes, beruhigendes Licht breitet sich überall aus. Die Menschen werden von nah und fern zum Licht des Banners strömen. Schau, Kind, da kommt schon jemand. Ah, man kann auch Siedler kriegen, oder was? Eine Siedlung gründen. Sobald du dein Banner der Hoffnung platziert hast, wird das umgebende Gebiet zu deinem Siedlungsbereich. Je mehr sich deine Siedlung entwickelt, desto mehr füllt sich die Anzeige in der linken oberen Bildschirmecke. Okay. Ah, hier kann man auch speichern. Hey! Man kann mit ihnen reden. Ah, Gott, Sternchen! Woher kommt denn diese lustige Flagge? Dieser Ort hat etwas Besonderes an sich, finde ich. Bis auf dieses komische Banner. Was einfach ein Stock ist. Ein großer Stock. Mit einem zerfetzten Stofftuch. Ist hier nichts Besonderes. Ich bin Pill. Nee, Pilli. Ich Pill. Aufträge von Einwohnern. Nee, haben Einwohner deiner Siedlung ein Ausrufezeichen über den Kopf, so heißt dies, dass sie eine Bitte an dich haben. Sprich mit ihnen, um herauszufinden, was sie von dir wollen. Wo bin ich hier? Ja, weiß ich auch nicht. Wie war das? Du hast die Flagge hier aufgestellt? Bist du verrückt? Wer bist du? Wo kommst du her? Erstmal mit der Hand wickeln und nichts sagen. Du hast es vergessen. Die Göttin hat dich hergeschickt. Du hast also dein Gedächtnis verloren. Und hör Stimmen.
Scheint also alles in bester Ordnung zu sein. Beste, Alter. Ach, andererseits ist es hier einfach wunderhübsch. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Alter, da hinten ist eine Höhle. Nice. Der Dildo der Erde da hinten. Darf ich bleiben? Nein. Trotzdem mach, die dir inne wohnt, kannst du Kentlin nicht allein wieder aufbauen. Doch kann ich. Als erstes musst du all jenen eine Unterkunft bieten, die sich hier bei dir niederlassen. Fertig! Kaum mehr als die Tür übrig. Repariere es, indem du die Löcher in den Wänden mit Erde auffüllst. Du kannst Blöcke über dir ablegen, indem du L1 gedrückt hältst. Und unter dir, indem du R1 gedrückt hältst. Wenn du Viereck gedrückt hältst, stapelst du Blöcke aufeinander. Bewegst du dich gleichzeitig, so legst du mehrere Blöcke in Folge ab. Mit diesem Wissen und diesen Erdblöcken kannst du diese Ruinen vielleicht wieder in ein lebenswertes Haus verwandeln. Bauke erhält 5 Erdblöcke. Bam, Alter, ich bin... Gott! so funktioniert das. Bam! Was? Wie in... Achso. Nee, so. Badum. Oh. Nein, nicht dahin. Achso, okay. Da. Bam. Das soll jetzt ein Haus sein? Das hat nicht mal ein Dach! Ach, das ist eine Frau. Ein Mädchen. Ui, das ist unglaublich. Die Wände hätten so viele Löcher, aber jetzt sieht das alles wie neu. Wie neu! Du hast jetzt Erde in deinem Haus! Was sieht da aus wie neu? Du hast nicht mal einen Boden, du hast kein Dach! Oh, ist ihm jetzt auch eingefallen. Komplett repariert. Was? Ich hab das Haus komplett repariert! Da ist kein Boden, kein Dach, keine Möbel, gar nichts. Seine Wände wurden mit Erde aufgefüllt. Was ist dann repariert, Alter? Ja, was... Oh, weiße Blütenblätter. Gott, lass mich bitte. Hör auf zu klatschen. Wie ich das hingekriegt habe? Du nimmst Erde, drückst Viereck und dann ist fertig, Alter. Was heißt das bauen, Junge? Ja, ist mir scheißegal, ob die das verloren haben. Nein, ich möchte keine Fackel herstellen. Boah, ich kann noch mehr mit dir reden. Alter, nee. Keine Lust mehr, ohne Spaß. Ich wollte was vom Spiel zeigen. Oh, hoppla. Also, Story hat man jetzt, denke ich, genug gesehen, falls man das Story nennen kann. Da bin ich mir selbst noch nicht ganz so sicher. Ja. Es gibt auf jeden Fall unendlich viel Text, wie man schon gesehen hat. Was das Spiel natürlich eigentlich nicht schlechter macht. Aber es ist schade, dass das nicht wirklich gesprochenes Wort ist, sondern vielmehr halt geschrieben. So, ich nehme mir mal hier die... Oh. Nee. Stimmt, man brauchte so eine Werkbank, um was zu craften, ne? Hä, es gibt auch Vogelperspektiven. Ah, lol. Aha, okay. Ja, gut. Warte mal, wenn man Viereck gedrückt hätte... Ah, okay, interessant. So, habe ich gerade einfach mal die ganze Erde verhauen. Ist ja auch egal.
Wir müssen den... Was? Wir müssen was? Ah, nee, ich will nicht mit dir reden. Ich mag dich nicht. So. Da, Heilsalbe brauche ich. Baugestellt ein Tiegelheilsalbe, ja. Ja, danke. Habe ich auch mitgekriegt. So. Und ja, ich würde sagen, wir erkunden jetzt einfach noch mal ein bisschen. So, sind das Äpfel? Eine Pflaumenbeere. Kann man... Ah, man kann essen. Okay, was hat das jetzt gebracht? 10% was? Hunger oder was bedeutet das? Ich leg mich mit euch allen an. Aua. Das Ding sieht ja schon sehr angsteinflößend aus. Eine Koralle, ein Knospe. Oh, hoppla. Oh. Ich würde da oben gerne rein. Aber hier ist sehr viel los. Oh, lol. Ich habe die jetzt wieder hingelegt. So. Ich nehme mal hier ein bisschen was mit. Und dann bauen wir uns hier jetzt mal hoch. Würde dann nämlich gerne mal reingucken. Oh, hoppala. Oh. Aua! Ich wollte da hoch! Mann, du Sack! Ja, komm mal her, ich trigger dich weg. Oh, da oben kommt noch einer raus. Ich will da reingucken. Was ist hier los? Was gibt es hier? Steine? Oh! Oh, oh, oh! Ich werde sterben. Egal, dann sehen wir wenigstens noch die Todesanimation. Bam, den habe ich. Nein! Den einen hätte ich sogar noch gekriegt, wenn er hier nicht gekommen wäre. Guck sie dir an, wie der eine sich freut da hinten. Deine Stunde hat noch nicht geschlagen. Doch, bitte. Lass mich sterben. Ich will doch nicht mehr. Okay, ich bin wieder da. Alles klar, erstmal nochmal hin da. Diesmal schaffe ich's. Diesmal schaffe ich's. Ich hab's im Gefühl. Ich hab's im Gefühl. Diesmal komme ich da durch. Wir kriegen diese Kiste. Ja, also das hier ist Demo, die man halt kostenlos spielen kann. Und ich weiß nicht, wann das vollwertige Spiel erscheint, aber 60 Euro ist hierfür. Na, ich kann das noch nicht so ganz behaupten. Da ich halt noch nicht so viel gespielt habe, aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe in der Demo, würde ich sagen, ich würde es mir nicht holen. Aber ich denke schon, dass das Spaß machen kann, wenn man sowas gerne spielt. Oh, Lebenssamen. Alles klar. Lass mich raten, das heilt. LP Maximum erhöht. Alter, okay, sowas gibt es auch. Okay, das ist interessant. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen Minecraft mit, ja, weiß nicht, kann man so ein bisschen Rollenspielelemente mit reinnehmen, irgendwie sowas. Also man hat hier halt eine Story, aber muss halt auch überleben, also so ein bisschen was von beiden irgendwie. Wir müssen den Raum innere... Ja, nein, ich mache keine Fackel für dich. Denn ich höre gleich auf hiermit. Wir können noch mal ein bisschen gucken gehen hier. Ich weiß gar nicht, ob ich sprinten kann. Aber es sieht nicht so aus. Oh. So. Also man kann nur normal laufen. Was ich so mitgekriegt habe jetzt. Hier sind wir rausgekommen, ne? Ja, da geht's wieder runter. Wir können ja mal hinter dem Berg da gucken, wo wir den einen... Aua. Ey, Dude. Was ist los, Dude? Ja, du machst mir überhaupt nichts mehr, ey. Ich hab mehr Leben. Ich hab schon gegen zwei Dungeon-Dinger da gekämpft. Also, das hat mich echt an so einen Spawner erinnert von Minecraft.
wo man auch so Truhen findet mit geilen Shit, was da so drin ist. Ich finde das beeindruckend, dass diese Dinger Feuer speien. So, ich habe nicht mehr viel Leben. Was haben wir denn da? Ich bin tot. Mal wieder. Nee. Gut, nein, meine Stunde hat immer noch nicht geschlagen. Ich will nicht mehr. Also, kleines Fazit. Ich denke, wenn man auf sowas steht und Spaß daran hat, dann könnte das auch echt was sein. Aber für mich ist das halt nichts irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Also, alleine nicht. Ich weiß nicht, ob man die vollwertige Version zusammenspielen kann, so zusammen überleben. Was halt auch ein bisschen schade ist, dass es kein... die Monster greifen immer aus dieser Richtung an. Müssen... Ah, okay. Wo war ich jetzt? Also, wenn man das zusammenspielen könnte, dann wäre es schon interessanter, finde ich. Aber für 60 Euro würde ich es mir dann doch nicht holen. Dann würde ich eher so in Richtung von dem Minecraft-Preis gehen. So um die 20 rum. Und selbst dann würde ich es, denke ich, in Frage stellen, ob ich es mir holen würde. Aber das muss ja nicht heißen, dass das Spiel schlecht ist, sondern einfach nichts für mich. So per se, weil ich bin mehr so der Shooter. Aber ich habe auch eigentlich nichts gegen Survival-Spiele, denn ich spiele ja auch gerne Minecraft oder Seven Days to Die. Oder Formel 1. Also ich spiele eigentlich viele Spiele, aber ja, das hier packt mich dann doch nicht so. Was aber wirklich nicht heißt, dass das Spiel schlecht ist. Also es ist ganz niedlich gemacht, das auf jeden Fall. Auch so kleine Rollenspielelemente, dass man was craften kann, dass man Sachen bauen kann, sich hier sogar Siedlung bauen kann. Das ist richtig gut, das muss ich sagen. Nur das Spiel ist halt wirklich leider nichts für mich. Vor allem nichts zu dem Preis. Aber wer halt sowas mag, der ist mit dem Spiel, denke ich, gut dran. Denke schon, dass das was werden kann, das Spiel, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das besser als Minecraft ist. Das würde ich dann nicht tun. Das hier ist weiß nicht. Ich würde das hier, das würde ich sogar sagen, ist mehr für Kinder gedacht, sogar noch mehr als Minecraft. Also, ja, was sagt man jetzt mit Kindern? Also so 12-Jährige oder so. Ich denke, für die ist das Spiel echt nicht schlecht. Für die wird das echt Spaß machen. Aber für mich ist es halt nichts. Von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr mir ja mal da lassen, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr es euch holen würdet oder vielleicht selbst mal die Demo spielen wollt oder sonstiges. Und ich reiß hier jetzt diese Stadt ab. Ich habe keinen Bock, hier alles aufzubauen für euch. Ich reiß das ab. Ich bin wie Anakin Skywalker. Ich wechsle auf die dunkle Seite der Macht. Und, ja. Stein kann ich übrigens nicht abbauen, okay. Nur Erde. Ich bin der Killer, Alter. Zieht's euch rein. Ich reiß diese Stadt ab. Oh, Moment mal. Nein, man kann nicht schlagen. Schade. Das wäre voll geil gewesen. Jetzt so ein epischer Kampf am Ende noch. Gut, ich verabschiede mich. Und lasst mich mal wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss.